Hallöchen und willkommen zurück, liebe Fanatiker und Kinder des Atoms. Wir haben Aufträge bekommen. Oh, eine Golduhr. Die lassen wir da. Aufträge bekommen, da hinten ist schon. Wir sollen ein paar Leute befragen und nach Ketzern Ausschau halten, wie das halt so ist. By the way, das brauchen wir ja immer mal wieder hier. Wie komme ich denn da runter? Hier war irgendwo ein Weg nach unten. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Irgendwo war eine Treppe. Da. Oh, ist auch eng hier. So, noch eine Treppe. Obwohl, nee, das ist auf. Wieder ist ein Kind durch Fahrhabers Hände gestorben. Barbaren. Hier. Ach, da. Verzeihung. Gepriesen sei Atom, Bruder. Richter hat jemanden zur Quelle geschickt. Bist du das? Offenbar hat dich das nicht zu einem sabbernden Trottel gemacht, also war es wohl nicht so schlimm. Noch nicht. Mit welchen Visionen hat das heilige Atom dich gesegnet? Er kam zu mir und verriet mir das Geheimnis, wie man alle Herausforderungen im Leben meistert. Und für nur 500 Kronkorken kann dieses Geheimnis auch dir gehören. Ich glaube, ich verzichte. Wie dem auch sei. Solltest du was von mir oder den anderen Fanatikern brauchen, musst du nur danach fragen. Du bist also ein Fanatiker? Was ist das genau? Wir sind die Beschützer des Glaubens an Atom und die Wächter des Nukleus. Die meisten waren Söldner oder Fallensteller, bevor sie zu Atom fanden. Aber Richter war wohl ein hochrangiger Soldat, wenn die Gerüchte stimmen. Okay. Hat Atom dir jemals Visionen gewährt? Sowas in der Art. Meine Eltern waren Siedler und wollten uns ein Leben im Nebel ermöglichen. Wir sind da rausgezogen, als ich noch klein war. Ein paar Jahre hielten wir durch. Atoms Schleier hatte damals noch nicht die ganze Insel erfasst. Aber dann kam der Sturm. Ein Strahlensturm, wie ihn die Insel noch nicht gesehen hatte. Unsere kleine Siedlung hatte keine Chance. Ich habe als Einzige überlebt. Dank des Segens. Atoms Segen. Ich lief tagelang umher, ernährte mich von dem, was ich fand, und trank aus salzigen Pfützen. Bis ich zur Quelle kam. Die Quelle. Meine Vision schien Tage zu dauern. Ich war wieder im Sturm, aber ich hatte keine Angst. Ich hatte alles im Griff. Als ich zu mir kam, lag ich in Richters Armen. Er trug mich hierher und erzog mich, Atom zu dienen. Klingt gut. Der Großfanatiker schickt mich. Erzähl mir mehr über Schwester Gwyneth. Also gut. Wie dir der Großfanatiker sicher schon mitgeteilt hat, war Gwyneth einst ein ergebenes Mitglied unseres Ordens. Sie hatte zwar so ihre Launen, aber viele mochten sie. Vor allem der Großfanatiker schien sehr angetan von ihr zu sein. Zumindest so lange, bis sie sich von Atom abwandte. Es war meine Pflicht, sie zu finden, aber Gwyneth war schon immer sehr gerissen. Ich muss leider zugeben, dass ich versagt habe. Wieso hat sich Gwyneth von Atom abgewandt? Ich kann dir nur sagen, was ich gesehen habe. Sie hat im Stillen gebetet, als sie plötzlich aufsprang und rief, dass Atom eine Lüge sei. Als Tektis sie zur Rede stellte, schlug sie ihn so fest, dass er zu Boden ging. Als ihr klar wurde, was sie getan hatte, flüchtete sie. Tektis wollte, dass sie jemand verfolgt, ein Exempel an ihr statuiert. Aber er hatte das nicht zu entscheiden. Beichtvater Martin wollte, dass wir abwarten. Wir hofften auf ihre Rückkehr. Aber sie kam nie zurück und wir hielten sie für tot. Das war das Ende von Gwyneth, dachten wir zumindest. Einer der Messdiener hat sie bei einer heiligen Stätte gesehen, aber sie konnte im Nebel entkommen. Kurz darauf tauchten die blasphemischen Nachrichten auf und wir wussten, dass sie das gewesen sein musste. Okay. Wieso ignoriert ihr sie nicht einfach? Ist Gwyneth wirklich so eine Bedrohung? Nein, das geht nicht. Atoms Wille ist hier eindeutig. Ketzerei darf nicht toleriert werden. Okay. Ich finde, Schwester Gwyneth. Dann hoffe ich, dass du mit Atoms Hilfe mehr Erfolg hast als ich. Du solltest zuerst bei den heiligen Städten suchen. Vielleicht findest du einen Hinweis, den ich übersehen habe. Gut, da waren wir ja schon. Wer ist sie hier? Hallo. Ah, der Neuzugang in unserer kleinen Familie. Boah, sind die alle, ey. Kind, wenn du Hilfe brauchst, bist du hier genau richtig. Das klingt aber nicht gut. Alles in Ordnung? Alte Wunden.
Erinnerungen an ein schlimmes Leben. Okay. Was für ein schlimmes Leben? Ich war Ärztin in Far Harbor. Ich verfiel einem frommen Mann. Dann hat er uns verlassen. Jene, die gegen unsere Verbindung waren, haben uns aus der Stadt gejagt. Ach, sie war mit dem Typen. Ich muss auch Atom verärgert haben. Er strafte mich hiermit. Ich fühle mich mies. Okay. Was? Strahlung heilen. Zu viel Strahlung. So, dann Gesundheit heilen. Die Strahlung geht eh gleich wieder hoch, aber haben wir es einmal gemacht. Benötigst du sonst noch etwas? Ich habe in letzter Zeit ziemlich was abbekommen. Darf... Pump mich voll. Bis oben hin. Wolltest du sonst noch etwas? Alkohol und Camps habe ich in letzter Zeit kaum angefasst. Solche Dinge entfernen. Aha. Hab sonst keine Beschwerden. Also? Also wollte ich eigentlich mit dir noch handeln. Alchemist? Du benötigst Pflege, Kind? Ich benötige Handel. Hilfsmittel. Right away. Teuer. Aber wert. Wir haben noch ganz viel Right Away bei uns in der Butze. Ich hatte das ja da gelassen. Fanatiker Thiel. Ja, brauchst du etwas? Ach nee, das ist dieselbe von ihm. Was sind deine Aufgaben hier? Ich bin der Stellvertreter des Großfanatikers. Egal, fragen wir nochmal. Ich sorge dafür, dass die Fanatiker bereit sind für den kommenden Kampf gegen all jene, die das Atom erzürnen. Erstmal nicht. Bleib wachsam, Bruder. Bruder. Beschütze mich vor jenen, die mir Böses wollen. Schwester Mai. Entschuldigung. Hab mich schon gefragt, wann ich unser neuestes Mitglied kennenlerne. Ich bin Schwester Mai. Und du hast angeblich das Interesse der Mutter des Nebels geweckt. Hast du auch die Loyalitätsprüfung des Hohen Beichtvaters absolviert? Loyalitätstest? Ja. Wir sahen, wie Richter die beiden nach draußen führte. Nur einer kam zurück. Etwa gleichzeitig mit dir. Ich dachte mir, dass du das alles vielleicht verfolgt hast. Ja, habe ich gesehen. Hör zu, das solltest du dir jetzt merken. Vertrauen ist in dieser Familie wichtig. Wir müssen wissen, wie wir Probleme vermeiden. Stell dich gut mit dem Hohen Beichtvater, dann passiert dir nichts. Also, kann ich dir was von meinen Waren zeigen? Und ich weiß nicht, ob das Leuchten dich stört, aber ich habe auch was zur Reinigung. Hä? Du hast von Reinigung gesprochen. Was ist das? Oh, ja. Also den meisten hier schadet das Leuchten nicht. Aber Atom verleiht nicht jedem diesen Segen. Deshalb haben wir hier auch immer etwas Strahlungsmedizin. Für die meisten hier, auch für den Hohen Beichtvater, ist das eine Art Buße. Um sich zu reinigen und das Leuchten neu anzunehmen. Also, okay. Wolltest du die Waren durchsehen? Nein! Jetzt gerade nicht. Ich werde hier sein. Wissen. Fanatiker Ware scheint sich sehr für Bruder Devons Fasten zu interessieren. Ob er sich ihm anschließen da will? Da oben ist der Ausgang. Hier unten ist noch ein Brüderchen. Atom. Die Seele des Heiden kann nur gereinigt werden in Atomsfeuer. Okay, Alter, das ist echt creepy hier, ey. So, hier ist noch jemand, der mit uns sprechen will. Entschuldigung. Ja? Ich meine, gepriesen sei Ad... Moment. Du bist der neue Konvertit. Hast du zufällig Bruder Devon gesehen? Kränklicher Typ, betet allein. Wer? Bruder Devon. Schmächtiger Typ. Am Eingang zur Bucht. Sieht langsam aus wie ein Ghoul mit Haaren. Nicht zu verfehlen. Bruder Devon fastet schon eine ganze Weile. Kein Essen, nur verstrahltes Wasser. So wartet er auf ein Zeichen von Atom. Die meisten würden sagen, dass es bewundernswert ist, sich Atom so anzuvertrauen. Was meinst du?
Ich meine, es ist deine Entscheidung. Wieso sollten wir uns einmischen? Das sagt sich so leicht, aber... Also ich und Devin, wir wurden nicht mit Atomsegen wie all die anderen geboren. Strahlung schadet uns. Jetzt glaubt Devin, dass Atom ihm eine Offenbarung oder sowas schickt, wenn er fastet und Medizin ablehnt, bis er stirbt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber auf mich hört er nicht mehr. Und alle anderen denken, dass ein Fasten eine super Idee ist. Wir kennen uns nicht, super aber... Super Idee. Wenn du ihn dazu bringst, aufzuhören, schulde ich dir was. Hab Strahlungsmedizin, die könntest du haben. Und ein Rezept. Echt praktisch für Leute wie uns. Was meinst du? Redest du mal mit ihm? Okay, klar. Ich rede mit ihm. Oh, danke. Aber mach bitte schnell, ja? Er sieht langsam übel aus. Okay. Keine Bruder, Devins Prüfung. Am Eingang der Bucht, der müsste ja jetzt hier irgendwo gleich in der Nähe sein, oder? Alter, ey. Lass unsere verlorene Schwester ihren Fehler erkennen. Creep Boy. So, hier ist auf jeden Fall irgendwer, irgendwie, irgendwann. Das ist Bruder Devin. Ich weiß, du wirst kommen. Ich bete dich an. Heiliger Atom von diesem Ort. Oh, bist du es? Oh, Heiliger. Oh, tut mir leid, Bruder. Ich dachte, du wärst... Oh. Vergiss es. Was gibt's? Hast du einfach hier rumgesessen? Du brauchst echt ein neues Hobby. Ich sehe wohl echt übel aus. Aber ich muss bleiben. Mir ist Atom erschienen und ich muss ihm gehorchen. Atom kam zu dir? Was hast du gesehen? Meine Erlösung. Jet war viele Jahre lang mein Leben. Eines Tages war ich im Wald und nahm mein Gift, als eine Kreatur aus dem Himmel zu mir hinabstieg. Ein grüner Hirsch, umgeben vom heiligen Leuchten. Er befahl mir, ich solle zum Nukleus zurückkehren, meine Sünden hinter mir lassen und mich Atom hingeben. Für meine Hingabe würde Atom noch einen Boten schicken, der mich für immer befreien wird. Und deshalb muss ich hier warten, Bruder. Boah, hart, Alter. Ich bin Atomsbote. Das ist Selbstmord, ja. Ich probier's mal. Nun, ich habe gute Neuigkeiten. Ich bin Atomsbote und ich bin gekommen, um dich von deinen Fesseln zu befreien. So. Und, das bleibt unter uns, okay? Das ist nicht lustig. Wenn du sonst nichts mehr willst, dann geh bitte. Woher weißt du, dass die Vision von Atomsbote nicht einfach eine Drogenhalluzination war? Und was, wenn doch? Atom hat mir versprochen, mich von meiner Schwäche zu befreien. Er gab mir eine Aufgabe und ich werde gehorchen. Wann hast du das letzte Mal Drogen genommen? Am Tag meiner Vision. Seitdem habe ich mich nicht mehr vom Fleck bewegt. Wenn du seitdem keine Drogen mehr genommen hast, könntest du dich doch auch selbst schon von der Sucht befreit haben, oder? Weil ich schwach bin. Aber Atom ist stark. Wenn sein Bote kommt, weiß ich, dass ich endlich das Nötige getan habe, um frei zu sein. Hier ewig rumzusitzen, das ist Selbstmord. Du hast vielleicht recht. Aber weiterzumachen, wie früher, wäre Selbstmord. Hier habe ich zumindest eine Chance. Schätze, ich rede einfach später mit dir, Bruder. Gepriesen sei Atom. Scheiße. Okay, habe ich mir aber schon fast gedacht. Jetzt müssen wir hier mit Kumpel Blase reden. Mal gucken, ob der noch was für uns hat. Hör auf zu flüstern. Ich habe mit Bruder Devin gesprochen. Er gibt das Fasten nicht auf. Er sagt, er wartet auf einen Boten Atoms. Verdammt. Naja, danke für... Moment, ein Bote? Er wartet auf einen Boten? Dann geben wir ihm doch einen. Du hast die Mutter des Nebels gesehen, stimmt's? Wie sah sie aus? Es heißt, sie hätte kein Gesicht, würde Lumpen tragen und leuchten.
Ganz falsch. Die Mutter des Nebels hat Räder und Chromradkappen. Sportpaket. Na klar doch. Aber selbst wenn das wahr wäre, Devin hat keine Ahnung. Also, was werden wir dich so aussehen lassen, wie sich alle einen Boten Atoms vorstellen? Kein Gesicht, Lumpen, Leuchten. Dann kannst du zu ihm gehen und ihm das ausreden. Was meinst du? Klar. Okay, ich bin dabei. Also, wie soll es laufen? Die Lumpen sind kein Problem. Ich hab noch welche. Hab sie auch gewaschen. Irgendwann mal. Und ich hab eine alte Sackkapuze, die du benutzen kannst. Damit gehst du als gesichtslos durch. Der schmerzhafte Teil wird die Strahlung sein. Du wirst eine Menge davon abbekommen müssen. Solltest vielleicht nochmal die Quelle besuchen. Wenn du alles zusammen hast, sprich mit Devin. In seinem Zustand? Naja, hoffen wir einfach, dass er es schluckt. Sackkapuze, lange Lumpen. Okay. Wollen wir das jetzt gleich mal machen? Hier waren noch ein paar Sachen, die wir vorher machen konnten. Ich gucke mal. Bitte, ich darf meinen Glauben nie verlieren. Niemals. Wo geht es denn hier lang? Glauben verlieren. Ich sage mir immer wieder, dass ich mich mal zur Ruhe setzen sollte. Den Absprung habe ich wohl verpasst. Ja, lustige Sprüche vom lustigen Typen. Bin ich hier reingekommen? Die Insel? Ich glaube, hier sind wir reingekommen. Ja. Oder? Ja, hier sind wir reingekommen. Bitte. Ich darf meinen Glauben nie verlieren. Niemals. So. Ich bin dein Gefäß, o Strahlender. Ich werde eure Feinde von diesem Ufer fegen. So, wo geht es hier hin? Wahrscheinlich auch zu der Insel, oder? Vorsicht, Bruder. Das letzte Kind, das die Geheimnisse erlangen wollte, scheuchte die Wächter der Basis auf. Falls der hohe Beichtvater dich also nicht geschickt hat, würde ich die Kommandozentrale meiden. Okay. Geheimnisse? Welche Geheimnisse? Das wissen wir nicht. Der hohe Beichtvater glaubt, der Schlüssel zur Auslöschung von Far Harbor ist dort verborgen. Du verstehst also, warum die Kinder ihn unbedingt haben wollen. Aber einer der letzten Aspiranten hat wohl das alte Sicherheitssystem aktiviert. Nur die Tapferen, Gesegneten und Verrückten betreten es noch. Okay. Ich komme schon selber klar. Es ist dein Leben, Bruder. Atom beschütze dich. Kommt man da so ohne weiteres rein? Nukleus Kommandozentrale, okay. Also wir könnten da jetzt einfach die Dinger holen und uns verpissen. Dann sind die bestimmt alle gegen uns hier. Naja, warten wir mal auf den Segen des Meisters. Aber hier ging es ja jetzt noch anscheinend in das U-Boot. Das will ich wenigstens auch noch mal gucken. Oh, oh. Das Schiff ist der Hammer, oder? Ja. Eine Maschine, die Atomsleuchten verbreitet. Das Schiff. Schauen wir mal rein. Hallöchen! Na, da hat sich's aber einer bequem gemacht. Sei respektvoll. Du wandelst durch heilige Hallen. Das ist der alte Jäger. Ich wusste nicht, dass er das Licht gefunden hat. Radiumgewehr. Hier irgendwie nach unten? Wenn du die Gruft suchst, bist du hier falsch. Ich kümmere mich um alles. Wenn du was anfasst, reiß ich dir ein Bein aus. Kapiert? Alter Schwede, hier geht die Dings ganz schön nach oben. Hallo. Verzeihung. Ich mach keine Führungen. Ich halte dir alles am Laufen. Also beeil dich bitte. Du hast gesagt, du kümmerst dich hier um alles? Das Schiff. Ja. Eine der mächtigsten Quellen des Leuchtens. Auf einer Insel, die voll davon ist. Mein Job ist es, es zu bewahren. Wenn du mich dabei störst, wird Atom dich richten. Aber zuerst komme ich dran.
Atom bekommt dann, was noch übrig ist. Was kannst du mir über das U-Boot erzählen? Hat nichts abgefeuert, wenn du das meinst. Hat es während der großen Spaltung nicht mal aus der Bucht geschafft. Gut so. So ist es für uns erhalten geblieben. Große Spaltung? Was ist das? Atoms große Spaltung? Vor 200 Jahren wurden Tausende, Millionen in einer Sekunde wiedergeboren. Sie sind jetzt bei Atom. Inzwischen nehmen wir den Weg mit Ausblick. Sind zudem Leuchten länger ausgesetzt. Langsame Spaltung. Und die Atombomben? Kann man die nicht benutzen? Der Startschlüssel fehlt und das System kann nicht gehackt werden. Glaub mir, wir haben es versucht. Was soll die Gruft im U-Boot? Habt ihr nicht die ganze Basis? So bleiben unsere Gefangenen in der Nähe seines Leuchtens und der Familie. Hier sollte ein Kind die Ewigkeit verbringen. Eine wahre Ehre. Für wenige. Warum sollte man jemandem einen Platz in der Gruft verwehren? Du warst da draußen, oder? Dieser Ort ist gefährlich. Ein falscher Abzweig im Nebel, tut mir leid, Bruder, für die Familie verloren. Zu nah der falschen Siedlung, für die Familie verloren. Atom steh dir bei, wenn du Tektis schief anschaust. Du magst Tektis nicht, was? Wer nicht? Der Typ ist ein verdammter... Das ist... Ich mag Tektis, aber ich... Ich glaube, du solltest gehen. Oh. Alles klar, schnell weg hier. Bring den Strahlungswert auf 75. Scheiße, wie kommen wir hier raus? Also hier, das ist noch nicht gelöst. Ich weiß es. Schnell, schnell, raus, 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 raus. Weil dann können wir uns die Sackkapuze überziehen und das mal schnell machen. Bevor wir wieder Red Ray reinschmeißen. So, Kleidung. Alter, wir sind Ghoul. Lumpen des Atoms. So, jetzt aber. Erlöse mich bitte von den Fesseln. Hallo, Bruder Devil. Bitte, lass mich hier... Dieser Glanz? Wer bist du? Was? Bruder Devon! Erkennst du mich denn nicht? Es tut mir leid, Strahlender. Du bist Atomsbote, oder? Endlich bist du hier. Ich habe getan, was Atom befohlen hat. Geduldig darauf gewartet, dass du mich von meinen Fesseln befreist. Bitte! Gib mir Atoms Stärke und befreie mich. Natürlich, mein Kind. Deine Hingabe ist vorbildlich. Du hast Atom heute stolz gemacht. Aber mach das nicht nochmal. Nie wieder. Oh, danke. Vielen Dank. Gepriesen sei Atom. Ich kann es kaum glauben. Juhu! Sein Bote. So, dann mal ganz schnell die Lumpen ausziehen. Haben wir die Brille? Bam. Passt. So, dann können wir noch... Ach nee, Inventar, Hilfsmittel... noch einen reinknallen. Wenn ich noch Todeskrallen. Zack. Passt. Du hast es geschafft. Bei Atom, du hast es geschafft. Juhu! Wenn ich was Neues brauche, kannst du was davon haben. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, lass es mich wissen. Abgeschlossen, Devonsprüfung. Hast du noch was von deinem Gebräu? Hab gerade nichts.
Komm in ein paar Tagen nochmal vorbei. Gibt's sonst noch was? Rezept für wahres Gebräu, okay. Ich brauche im Moment nichts. Alles klar. Den Rest haben wir ja schon gefragt. Nochmal in das Boot müssten wir gleich reingehen. Ich weiß nicht, was da für eine... Ich muss mir da jetzt nochmal die Quest durchlesen. Wie war das? Daten... Ketzer, Untersuche Schwester Auberts Koje. Okay. Ja. Gut, dann machen wir hier einen wir Cut werden und... gespalten, bevor Schwester Mai ihre Arbeit an den Dekontaminierungsbögen abschließt. Und dann machen wir, das mit... Optional, hilf Schwester Mai. Okay. Ist die jetzt hier, Schwester Mai? Ja, Mai. Bruder, hast du dich um die Ketzerin gekümmert? Ist ja ein tiefer. Die Spaltung wird uns alle rechtzeitig erreichen. Ja. Da ist Schwester Mai. Es ist richtig, war zu warten. Es war alles für dich. Ja. Wer war das? Ach, die Alte. Okay, ja, dann nehmen wir die Quest vorher noch an gleich. Machen wir einen Cut und in der nächsten Folge geht's weiter. Main bleiben, Daumen, bis da. Tschüss dahin. Tschüss. Wiederhören.